Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer EAFC 24 Real Madrid Karriere. Heute geht es weiter mit den Königlichen sowohl im Pokal als auch in der Liga. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, gerne mal auf meinem Kanal beim gestrig erschienenen Video vorbeigucken. Da sind wir nämlich reingestartet in F1-24. Nicht in eine ganz normale Karriere, sondern mit Lewis Hamilton bei Ferrari. Wird ein sehr, sehr cooles Projekt und alle, die sich so ein bisschen für Motorsport begeistern können, die sollten da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Die anderen Karrieren, HSV, Real Madrid, der Transferguide und so weiter, das geht natürlich auch alles weiter hier auf dem Kanal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, um auch diese Serie weiter zu supporten. Schreibt gerne Kommentare mit Transfervorschlägen oder sonstigen Meinungen zur Karriere unten rein und natürlich auch das Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich hoffe auch, dass es bald hier mit dem EM-Modus in EAFC weiter oder losgehen kann, eher gesagt. Ich hoffe, der kommt jetzt bald mal raus. Keine Ahnung, ob das jetzt mal bald der Fall sein wird, aber so lange ist es ja nicht mehr hin bis zur EM. Wir haben für die heutige Folge interessante Partien. Mallorca im Pokal, da starten wir rein, dann Sevilla in der Liga, Eibar und Betis. Kann aber gut sein, dass hier noch ein weiteres Pokalspiel dazwischen rutscht. Deshalb werde ich erstmal abwarten, wie sich die Folge entwickelt. Wir starten auf jeden Fall rein gegen Malle. Den Start in diese Folge macht dann aber doch ein Transferangebot für Jude Bellingham. 200 Millionen von der Insel. Manchester City würde den Engländer gerne in die Heimat holen, aber keinerlei Chance. Oh, okay, und krass, unser Gegner, der verpflichtet nochmal kurz vor der Partie für 40 Millionen Marcel Ruiz. Da holen sie nochmal einen Mexikaner dazu. Kein schlechter Mann. Mal gucken, ob der direkt gegen uns spielen wird. Und tatsächlich steht der 40 Millionen Neuzugang in der Startformation. Fünferkette werden die Jungs von der Insel gegen uns spielen und wir rotieren etwas gegen den Abstiegskandidaten aus der La Liga. Insgesamt auf 3, 4, 5 Positionen verändern wir unsere Mannschaft, gehen rein, ultimativ in spielerbasierte Schwierigkeit, wie schon in der letzten Folge, machen wir das jetzt erstmal immer so. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, was das hier heute geben wird gegen doch den klaren Underdog aus Palma de Mallorca. Jude Bellingham stößt an, Kylian Mbappé, Camavinga machen weiter. Wir wollen hier wieder einmal einen souveränen Auftritt unserer Mannschaft sehen und trotz einiger Rotation wird das auf jeden Fall möglich sein. Schöner Ballgewinn von unserem Linksverteidiger Lopez. Mbappé steckt durch auf Bellingham. Der erste Abstoß mit dem schwächeren Linken vom englischen Mittelfeldstar landet noch beim Torhüter. Ecke kommt auch Richtung Bellingham. Zweiter Ball bei Endrick, der ja heute auf dem rechten Flügel spielt. Zweite Ecke der Partie landet bei Militao. Dass der Mann da nicht allzu schlecht bei ist, das wissen wir aus der letzten Folge. Camavinga, nächster Abschluss, also schon die ersten 10 Minuten. Klares Ding, das wird hier ein Spiel auf wahrscheinlich nur ein einziges Tor. Camavinga wieder der Torhüter. Flügel Valverde, schöner Ball, Endrick. Kylian Mbappé, noch ein weiter für Bellingham. Schön gespielt von unseren Jungs. Aber bis jetzt findet Mallorca immer noch einen Weg, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Boah, Endrick ist da sehr wachsam. Ja, das ist krass, dass wir hier noch nicht führen nach 25 Minuten. Sicher. Und dann auf einmal die Riesenchance für Mallorca. Lopez sah da überhaupt nicht gut aus. Konnte den Zweikampf da überhaupt nicht kontrollieren. Das war nicht gut. Da musste Lunin in höchster Not retten. Und selbst dann hatten wir noch ein bisschen Glück, dass der zweite Ball nicht mehr gefährlich wurde. Also das war nicht so schön. Das hier ist wiederum richtig schön. Kylian Mbappé. Unglaublich. Wir führen immer noch nicht. Brahim Diaz. Brahim hat jetzt genug. Valverde. Es ist so krass. Wir kommen in so gute Position für Abschlüsse und dann kriegen wir es irgendwie immer nicht hin, entweder den Abschluss überhaupt zu setzen oder den mal am Verteidiger oder dann am Torhüter vorbei ins Tor zu bringen. Also ich bin echt auf die XG zur Pause gespannt. 2,5 XG schon nach einer Halbzeit. Klar, ist jetzt auch nicht geisteskrank viel, aber es ist schon auf jeden Fall ein Wert, wo man sich ein Tor verdient gehabt hätte. Ja, wir müssen weiter ackern und der Pokal hat ja hoffentlich in Spanien nicht seine eigenen Gesetze. Weil wenn der Pokal hier auch seine eigenen Gesetze hat, dann wäre das so ein klassisches Spiel, wo eine Top-Mannschaft auch mal rausfliegt. Und Mallorca spielt jetzt, spürt komplett, dass hier was geht. Also
Das wird jetzt richtig ekelhaft im Durchgang 2. Das kann ich jetzt schon vorhersagen. Wir brauchen dringend das Tor, um das Spiel hier auf unsere Seite zu bringen. Und Mbappé ist eigentlich schon frei durch. Will nochmal den Pass spielen. Das sind jetzt so typische Szenen. Jetzt setzt der Kopf ein bisschen ein, weil... Ja, jetzt bist du so ein bisschen verzweifelt, dass du die Bude dann Durchgang 1 nicht reinbekommen hast. Und jetzt musst du halt gucken, dass du irgendwie hier deinem Spiel treu bleibst. Ich versuche da unserer Mannschaft zu helfen mit zwei Wechseln. Die linke Seite geht raus, hat mir gar nicht gefallen. Brahim Diaz, weder Lopez. Ja, und dafür kommen Vinicius Junior und Nico Paz in die Partie. Kammerwinger spielt jetzt Linksverteidiger. Und Paz natürlich logischerweise dann im Mittelfeld. Vinicius, Mbappé. Ja, aber mit solchen Abschlüssen werden wir Rajkov im Tor, Rajkovic heute nicht wirklich vor Probleme stellen. Also bei mir ist der Kopf komplett drin. Also ich weiß nicht, ich habe ein schlechtes Gefühl hier aktuell. Ich werde jetzt alles frei bei Endrick. Ja, aber der Torhüter, der ist heute auch verdammt gut drauf. Jetzt ist wenigstens unser normaler Eckballschütze am Start, Vinicius. Ich nehme jetzt auch in so einem Spiel einfach ein dreckiges Kopfballtor von Eder Militao. Und er trifft den Pfosten. Also jetzt kommt alles zusammen. Bellingham dreht jetzt auf. Jude Bellingham findet der Kilian endlich. 79. Spielminute. Was ein Krampf. Aber wir wollen ja mehr Spannung hier in der Karriere. Und auch wenn es auf dem Spielfeld eigentlich keine Spannung gab, weil es war ein Spiel auf ein Tor bis auf eine Szene. War es vom Ergebnis halt wenigstens knapp. Aber jetzt ist auch das erstmal geschafft. Die Führung ist da, aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Trotzdem wechsle ich so, als wäre es schon vorbei. Nagalo, Zidane und Noel kommen in die Partie für Valverde, Mbappé und Eder Militao. Zidane, schöner Ball. André, gutes Dribbling. Nur der Verteidiger steht noch im Weg. Boah, ist das ein guter Ball. Das könnte jetzt hier echt nochmal die Retourkutsche geben. Aber David Alaba mittlerweile die Kapitänsbinde übernommen. Wird zu Recht von seinen Kollegen da hinten gefeiert. Denn da sah zum einen Nagalo sehr, sehr alt aus. Das war eigentlich genau das, was Kim den Fehler gemacht hatte gegen Vinicius in der Champions League im Halbfinale. Aber ja, da hat David Alaba nochmal retten können. 90. Minute läuft das Ding. Sollten wir jetzt dann über die Zeit bringen. Also wirklich kein Real Madrid würdiger Auftritt hier heute. Aber da müssen wir jetzt durch. Das müssen wir abhaken. Im Pokal geht es am Ende auch irgendwie nur darum weiterzukommen. Das haben wir geschafft. Und ja, deshalb alles okay. Trotzdem, so richtig gut war es heute nicht. Das 4,9 XG aber auch nur für ein einziges Tor reichen, das ist ja auch schon eher selten. Am Ende reicht dieses eine Tor, aber weil wir die 0 hinten halten, das ist ja auch positiv zu sehen. Und damit können wir jetzt weitermachen in der Liga und ich glaube, da werden wir auch wieder mehr Tore schießen. Und wie ich jetzt schon vermutet habe, werden wir heute dann noch ein weiteres Pokalspiel haben, Bilbao. Dann werden wir gegen Eibar am Ende noch simulieren. Jetzt haben wir aber erstmal den Siebtplatzierten aus Sevilla vor der Brust. Da müssen wir auswärts hin. Orlando City kontaktiert Theo Zidane. Den würde ich aber eigentlich schon ganz gerne behalten, auch wenn es jetzt kein mega wichtiger Spieler ist. Aber trotzdem soll er gerne hier im Verein bleiben. Und deshalb verlängern wir den Vertrag vom Sohn der absoluten Frankreich, Real Madrid und Juventus Turin. Legende. Das ist Sevilla mit Thuram im Sturm. Wir gehen rein natürlich auf ultimativ und spielerbasierter Schwierigkeit. Das ist unsere Mannschaft. Kammerwinger Linksverteidiger, Parts dafür heute mal in der Startelf. Alaba hat mir sehr gut gefallen, darf erneut starten. Heute aber neben Joro. Auch Endrick bleibt in der Startelf. Gusto und Vini rücken rein. Und damit gehen wir rein in die Partie. Ja, die Ausgangslage ist auch hier wieder einmal klar. Auch wenn Sevilla natürlich eine Mannschaft ist, die uns ärgern kann, sind wir auch auswärts der haushohe Favorit. Dieser Rolle wollen wir heute ja doch ein bisschen mehr noch gerecht werden als gegen Mallorca. Gegen Mallorca hat es einfach mit dem Tore-Schießen nicht so richtig geklappt. Das können wir viel besser, das wollen wir heute unter Beweis stellen. Das ist der Fehler. Jetzt vielleicht mal der erste Angriff. Endrick wird da sofort gestellt, aber Gusto ist da. Zum Hinterlaufen, versucht Richtung Grundlinie zu kommen. Läuft dann mit Balance aus. Oh, schwieriger Start auch hier in Sevilla. Die machen das nicht schlecht. Ja, jetzt zeigen sie auch mal vorne, dass sie angreifen können. Dann die versuchte Flanke, die fangen wir ab. Aber in den ersten Minuten ist es hier ein Hin und Her und nicht nur ein Hin.
Ja, jetzt ist aber Endrick durch. Endrick gegen Mallorca hat es nicht geklappt mit einem Tor. Heute klappte es dafür schon. Der Brasilianer hat mir trotzdem sehr gut gefallen gegen Malle. Und deshalb erneut in der Startformation auch heute in der Liga nach Vorlage von Kylian Mbappé trifft unsere Nummer 16 zum 1:0. Gbagbo dribbelt uns da ein bisschen schwindelig. Kammerwinger kriegt den Fuß noch davor, aber die Ecke gibt es für die Hausherren. Die wird aber geklärt von Mbappé. Ja, das ist ein hohes Risiko, was da eingegangen wurde von Sevilla. Endrick unterwegs zum zweiten Tor. Revanchiert sich bei Kylian Mbappé. Und damit steht es 2:0. Ja, natürlich eine interessante Idee, uns da hoch zu pressen, aber ja, dann spielt Lunin halt einen gezielten langen Ball auf den Kopf von Mbappé. Dann war es ein 4 gegen 3 für uns. Und das ist dann sehr, sehr schwierig zu verteidigen, wenn die vier, die da angreifen, Mbappé, Endrick, Vinicius Junior und Jude Bellingham heißen. Und deshalb steht es jetzt auch 2:0. Und die nächste Gelegenheit lässt auch nicht lang auf sich warten. Jude scheitert am eigenen Abschluss. Bellingham, das dürfte kein Abseits gewesen sein, Mbappé. Und eine starke Parade. Sevilla lässt gerade die Köpfe hängen. Zur Pause ein 2:0, was auf jeden Fall in Ordnung geht. Kylian Mbappé alleine schon mit 3 Abschlüssen. Ein Tor hat er gemacht und 1 vorbereitet. Ja, jetzt hat mal das Pressing sehr stark funktioniert. Von Sevilla zu Beginn von Durchgang 2 haben sie neue Kräfte geschöpft, scheinbar in der Kabine. Alaba und Kammerwinger bearbeiten Luke Bakio, den ehemaligen Hertaner. Bis zum geht nicht mehr und schaffen es am Ende auch, ihn vom Ball zu trennen. Mal gucken, ob Sevilla jetzt hier wirklich nochmal eine Rolle spielt in dieser Partie. Erstmal ein richtig geiler Ball von Nico Paz auf Vinicius Junior. Kylian Mbappé lässt die Entscheidung liegen. Sehr zerfahren gerade die Partie. Also wirkt wieder so, als wären wir nicht zu 100% auf der Höhe. Ja, mit dem 2:0 im Rücken können wir uns das hier ein bisschen erlauben. Aber im nächsten Spiel gegen Bilbao im Pokal sollten wir darauf verzichten. Die Kontergelegenheiten, die bleiben aber Teil dieser Partie. Mbappé 3:0, dann ist auch alles klar hier. Ja, aber es ist jetzt nicht gerade eine positive Offenbarung. Für die ersten zwei Wechsel reicht es jetzt dann aber. Nico Paz und der gute Kammerwinger gehen. Und Davis als auch Tchouaméni kommen. Tchouaméni, schöner Ball für Kylian. Der dann jetzt auch die Chance hat, den Dreierpack zu schnüren. Aber kläglich scheitert. Das war ja wieder mal ein Zeichen dafür, dass wir heute nicht mit 100% hier auf dem Feld sind. 5 Minuten trennen uns noch vor dem nächsten Sieg. Wir wechseln noch dreimal. Brahim Diaz, Rodrigo und Eder Militao kommen rein. Vinicius. Kann ablegen. Jude. Und hinten wartet Rodrigo für den Abstauber mit dem Sü-Jubel von Cristiano Ronaldo hinterher seinem Idol. Und ja, Mbappé verpasst in der Mitte den Dreierpack. Gut, war jetzt auch nicht unbedingt sein Tag. Trotzdem Mbappé 2 Tore, eine Vorlage an einem schlechten Tag. Das ist auch ganz okay. Jude Bellingham bereitet noch ein Tor vor. Wobei ich gar nicht weiß, ob er die Vorlage dafür bekommen wird. Auf jeden Fall steht Rodrigo als Joker richtig und kloppt das Ding zu seinem zweiten Saisontor in die Maschen. Es ist der nächste klare Erfolg für Real Madrid. Diese Liga ist einfach ja keine Konkurrenz für uns. 4:0 gewinnen wir in Sevilla. Haben diese Partie übrigens mit weniger XG als das im Pokalspiel gewonnen. Jetzt hatten wir glaube ich 3,2 oder 3,5 irgendwie so und im Pokal ja fast 5. Also schon verrückt, wie das manchmal so ist mit den XG. Transfer Deadline Day können wir im Winter überspringen, denn wir haben sowieso nichts mehr vor. Da ist schon interessanter der Blick auf die Jugendmannschaft nach wie vor, ne? Hernandez, Navas, das sind richtig krasse Talente. Mal gucken, ob noch jemand dabei ist aus Brasilien, den wir brauchen können. Ferreira könnten wir uns auf jeden Fall mal angucken. Den Pedro Costa, den sollten wir uns auch mal angucken. Ja, der Ferreira wird nicht das krasse Megatalent werden, wie es aussieht. Wie sieht es mit seinem Landsmann an?
Pedro Costa, ja, der ist ziemlich ordentlich, muss man sagen. Werde ich aufgrund des starken linken Fußes allerdings auf den rechten Flügel erstmal umtrainieren. Viertelfinale im Pokal, der letzte große Gegner, der noch verblieben ist, ist Athletic Bilbao. Barca raus, Atletico haben wir höchstpersönlich rausgehauen. Ja, und mehr große Teams gibt es eigentlich in dieser Liga auch nicht. Aber Bilbao immerhin aktuell Zweiter in der Liga. Es könnte also spannend werden und sogar das letzte Spiel war ja spannend im Pokal. Ein paar Spieler sind bei uns aufgrund der vielen englischen Wochen auch gar nicht fit geworden für die Partie, beziehungsweise nicht voll fit. Deshalb heute Joe Minimal in der Innenverteidigung, Rodrigo mal auf dem linken Flügel. Wir gehen rein auf Ultimativ und natürlich spielerbasierter Schwierigkeit gegen Athletic Bilbao. Ich hoffe ehrlich gesagt sogar, dass es hier eine spannende Angelegenheit wird gegen die Basken. Absolut geiler Verein, habe ich ja immer sehr, sehr großen Respekt davor, was die in der Realität mit den begrenzten Mitteln doch immer wieder auf die Beine stellen, was für Talente die hervorbringen. Es ist unfassbar, wie ich finde, deren Arbeit. Und ja, Nico Williams, das ist der letzte große Durchbruch gewesen. Aber vor ihm gab es ja auch schon einige große Namen, die im Trikot von Athletic Bilbao gespielt haben. Beispielsweise ein Laporte oder ein Javi Martinez. Ne? Also das war schon immer eine gute Anlaufstelle für Basken, um sich zu entwickeln, dieser Verein. Und das soll gerne auch in Zukunft so bleiben. Heute werden sie allerdings ihre Pokalsaison beenden müssen, denn Real Madrid verliert keine Spiele. Zumindest unser Real Madrid tut das nicht. Alfonso Davis, gleich mal der erste Vorstoß. Bellingham, Pfosten. Und dann wäre es, glaube ich, abseits von Mbappé gewesen. Der trifft den Ball aber nicht mal. Ja, und die erste Riesengelegenheit jetzt dann auch für die Hausherren. Super Abschluss und noch besser ist die Parade von Lunin in unserem Tor. Erste Ecke von Nico Williams. Da sind wir noch davor. Nachschuss. Irgendwie geblockt. Boah, durcheinander hier. Also die Spannung, die haben wir hier schon mal in den ersten Minuten. Kontergelegenheit jetzt dann aber. Guter Ball von Bellingham für Kylian Mbappé. Mbappé, lässt er sich den noch nehmen? Ja, tatsächlich. Euan Sancet, unser alter Bekannter aus der BVB-Karriere, oben im Fokus gewesen. Und starke Parade vom Schlussmann Athletic Bilbao. Ecke von Rodrigo, noch nicht so gut wie die von Vinicius. Werde auf Mbappé, der zieht den Raum frei für Rodrigo, Rodrigo. Und ja, also Athletics Torhüter, der kann eine ganze Menge. Rodrigo mit der Ecke jetzt von der anderen Seite. Diesmal findet er Militao und ja, also Wahnsinn. Was Livakovic da in den ersten 17 Minuten rausgeholt hat, das reicht eigentlich schon für zwei Partien, aber irgendwann ist er machtlos gegen die Kopfballpräsenz von Eder Militao. Der Typ ist ein Cheatcode. Der ist ein absoluter Cheatcode bei Ecken. Das kann ja nicht wahr sein. Ich weiß echt nicht, bei wie vielen Saisontoren da steht, aber so 6, 7 könnten es mittlerweile sein. Rodrigo holt sich die Vorlage ab. Und ja, Militao. Unfassbar. Damit erst einmal der Favorit in Führung. Mal gucken, wie die Antwort von Athletic ausfallen wird. Winger, Mbappé, schön gespielt. Da kombinieren wir uns in den 16er hinein. Aber ja, da hinten im Tor, da sitzt einer oder steht meistens, der hier echt sein Team in dieser Partie hält. Ja, es ist gerade ein bisschen die Frage der Zeit, bis hier das zweite Tor fällt. Mbappé ist jetzt durch. Kylian Mbappé, Livakovic ist unglaublich. Macht sich der groß. Ja, Mbappé hat ihn vielleicht mit Außenriss oder so vorbei zirkeln können, aber das hat dann ja scheinbar nicht geklappt. Ja, wir machen trotzdem hier ein sehr, sehr gutes Spiel. Lassen Bilbao eigentlich gar nicht in die Partie kommen. Knappe Entscheidung da. Um ein H Elfmeter, aber war wohl fair. Ja, das ist schön. Sehr, sehr schön. Also Endrick auch immer wieder als erster Verteidiger. Ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Das ist auch kein Elfmeter. Okay. Mbappé. Bellingham sitzt da im gegnerischen Tor herum. Also, ja, okay. Also, jetzt wird es langsam lächerlich, was wir hier aus unseren Chancen machen. Es geht nur mit dem 1-0 in die Pause. Also, genug Chancen haben wir eigentlich. Am Ende hat es aber wieder mal die Ecke von Militao gebraucht, um uns hier in Führung zu bringen. Ja, leider so richtig spannend ist es nur aufgrund des Spielstandes. Vom Spielverlauf her ist es dann doch eine sehr deutliche Geschichte. Könnte sich aber jetzt ändern. Ja, da war mal die Gelegenheit. Wir kriegen dann aber noch den Block gesetzt.
Erster Wechsel jetzt auf Seiten. Inaki Williams kommt. Okay, das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass das hier nochmal spannend wird. Denn der Mann ist immer für Tore, auch in wichtigen Spielen gut. Ja, ich sag's noch. Ja, ich kenne doch meinen Inaki Williams. Ich kenne ihn doch. Jo, das war sein erster Ballkontakt. Mit dem macht er direkt hier den Ausgleich. Alles klar, wisst ihr Bescheid, ja. Das ist halt sein Effekt. Der kommt rein, der kriegt den Ball und macht ein Tor. Und somit ist es jetzt komplett offen. Haben wir mal wieder richtig schön den Start in Durchgang 2 verschlafen. Bringt jetzt Spannung, aber ja, ich hätte es auch ohne Spannung mitgenommen. Tore schießen. Mal gucken, ob wir mehr als nur ein Tor am Pokal schießen können. Jetzt müssen wir es. Digga, was ist das denn? Da wird einfach mal eben der gesamte Korridor für Williams oder wer das war, aufgemacht. Zum Glück lassen sie diese Chance liegen, weil sie ein bisschen früh den Abschluss dann nehmen. Ja, das war ja wieder, also ich weiß nicht. Also wir spielen schon wieder Harakiri. Rodrigo durchgesteckt hier in Mbappé. Jetzt mit der Chance auf die erneute Madrider Führung. Machen wir. Ja, das war jetzt einmal gut gespielt und einmal gut spielen reicht dann bei uns halt aufgrund der individuellen Qualität. Aber trotzdem, das Ding hier fängt gerade erst so richtig an, habe ich das Gefühl. Wenn Bilbao jetzt dran bleibt, dann wird das nochmal richtig schwer. Rodrigo legt beide Tore vor. Das ist sehr stark. Und Rodrigo macht gleich weiter. Wieder Mbappé. Nochmal raus. Bellingham mit der Chance. Livakovic davor. Boah, starkes Dribbling. Nico Williams spielt uns komplett schwindelig. Irgendwie kriegen wir noch irgendeinen Fuß dazwischen. Das war verdammt eng. Es bleibt spannend. Ecke. Ecke. Und nach einer Ecke fiel ja der Ausgleichstreffer über den zweiten Ball. Auch hier sind wir erstmal dazwischen. Okay, Mbappé hat das Ding. Dann ist das Ding auch geklärt normalerweise. Tja, Wahnsinn. Inaki Williams mit seiner Einwechslung ist das Spiel komplett gekippt. Nächste Ecke somit für Bilbao. Diesmal kurz ausgeführt. Das sind ja meistens die gefährlichsten. Oh, ich weiß schon, wovon ich da spreche. Ja, das Ding ist drin. Nee, Luni. 10 Minuten noch. Aktuell zittern wir uns ins Halbfinale. Wechseln jetzt dreifach Alaba, Lopez und Brahim Diaz kommen. Um jetzt erstmal die nächste Ecke von Bilbao zu verteidigen. Nico Williams rein, Lopez raus. Und die Nico Williams zündet schon wieder. Boah, und wir zünden ein richtiges Feuer da hinten. Mit diesem Fehler. Ja, perfekt. Perfekt. 2-2, 90. Minute. Ich habe es nicht geskippt. Jubel wurde automatisch geskippt. Wir haben es komplett verdient. Wir haben es so sehr verdient, von Nico Williams so auseinandergenommen zu werden. So, aber typisch Real wäre es jetzt eigentlich noch ein Tor zu machen. Rodrigo. Ja, da war nochmal die Gelegenheit. Es geht in die Verlängerung. Ist das schon wieder schlecht, Alter? Das ist so eine schlechte Folge. Nächster Wechsel. Marvin kommt für Gusto. Ja, wir sind echt schlecht. Das ist das, was ich hier festhalten muss, nach wie vor. Jude Bellingham, schön, hat ihn jetzt aber auf dem falschen Fuß. Mbappé, selbes Problem. Rodrigo bringt einen neuen Winkel rein und dann starke Parade. Ecke, Militao. Digga, wir müssen Militao abgeben. Das ist ja so witzlos mit dem. Hast 3 Ecken pro Spiel und 2 Tore. Ja, der Jubel ist groß, aber ich find's einfach nur lächerlich. Ne. Boah, beinahe hier nochmal ein Tor nach einer Ecke. Dieses Mal allerdings wieder Bilbao, die da extrem gefährlich werden. Lopez macht es dann gut gegen Williams. Gibt die nächste Ecke. Wieder Lopez. Und wichtig von Valverde. Können wir jetzt den entscheidenden Konter fahren. Der Pass ist genial. Und den wird sich Mbappé doch wohl nicht mehr nehmen lassen. Nein, tut er nicht. Tut er nicht. 4-2, aber es sind noch gleich 15 Minuten zu spielen und ich möchte hier nichts mehr abschreiben. Letzter Wechsel bei uns. Vinicius Junior kommt noch für Kylian Mbappé rein und es bleiben, wie gesagt, 15 Minuten für Bilbao, um abermals auszugleichen. Boah, starker Ball, den habe ich so gar nicht gesehen. Richtig geiles Ding. Ich glaube, Militao oder Alaba, einer von beiden hat den gespielt. Schönes Ding. Rodrigo, auch nochmal ein guter Ball. Vinicius völlig frei. Alles klar. Real Madrid im Halbfinale
Unnötig spannend haben wir es gemacht, unnötig in die Verlängerung, aber dann haben wir es doch auf königliche Art und Weise noch lösen können mit einem deutlichen Sieg am Ende. Und Bellingham auch nochmal durch, nochmal Vinicius. 6:5 am Ende. Klar, das Ergebnis ist jetzt deutlich, aber der Sieg ist es irgendwie ja doch nicht, weil kann ein Sieg deutlich sein, wenn du erst in die Verlängerung musstest? Ich finde nicht, auch wenn wir jetzt mit 4 Toren am Ende nochmal gewonnen haben. Das ist auch wieder so eine Real Madrid-Geschichte. Aber wir haben sehr lange gebraucht. Phasenweise waren wir gar nicht mehr im Spiel. Das ist auf jeden Fall ein dickes Lob an Bilbao. Von diesem Lob wird sich Bilbao am Ende aber auch nichts mehr kaufen können, denn sie sind raus. 9:18 Schüsse übrigens, also mal wieder ein wildes Spiel. Ja, und wir gucken mal jetzt auf Eder Militaos Statistik. 9 Tore hat der Mann. Keine weiteren Fragen. Der gute Mann ist übrigens Innenverteidiger hauptberuflich. Wir haben jetzt noch eine Simulation gegen Eibar, diesen 13. Ja, nehmen wir noch eben mit. Und im Pokal-Halbfinale, was dann ja mit Hin- und Rückspiel ist, werden wir in der nächsten Folge ins Hinspiel auf jeden Fall mal gegen Valencia reinstarten. Mal gucken, was das dann geben wird. Wir gehen jetzt aber erstmal rein gegen Eibar, nochmal eine Simulation. Was passiert hier? Was passiert hier? Wollte gerade schon sagen, das wäre jetzt eigentlich sehr untypisch, dass wir in der Simulation zurückliegen. Mbappé ein erstes Mal relativ frei durch. Und ihr kennt das Ergebnis. Das war übrigens das 100. Tor in dieser La Liga-Saison. Ich weiß nicht nach wie vielen Spieltagen, aber wir haben noch ein paar auf jeden Fall. Ja, zur Pause bleibt es beim entspannten 1:0. Mal gucken, was Durchgang 2 noch mit sich bringt. Das ist ein Ausgleich. Roko Simic, den Mann kennen wir. Also das wäre jetzt natürlich ein Ding. Das wäre erst das zweite Unentschieden. Das erste gab es am allerersten Spieltag. Vielleicht kriegen wir es ja noch gedreht. Durch Valverde, zweiter Ball. Nee, erstmal nicht. Obwohl, nee. Ich habe jetzt immer ein paar frische Impulse gebracht. Der Freistoß von Valverde bringt noch nicht den Treffer. 5 Minuten, nee. Das sieht tatsächlich danach aus, als würden wir heute Punkte liegen lassen. Ja, krass. Boah, und um ein Haar hätten wir sogar hier fast noch verloren. 1:1 unentschieden. Das erste Mal, dass wir zu Hause nicht gewinnen in der Liga. Gut, das Ganze passt, wie ich finde, so ein bisschen zu dieser Folge, die echt nicht gut war. Also sehr, sehr harte Kost, auch wenn wir am Ende trotzdem 3 Spiele gewinnen. Eins spielen wir dann eben unentschieden. Wird uns jetzt auch kein, wie sagt man, Zacken aus der Krone reißen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir bleiben nämlich bei 20 Punkten Vorsprung in der La Liga, also das Ding ist nach wie vor komplett durch. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Nächste Folge wird ziemlich cool. Valencia, Betis, Barca und Juve stehen da an. Das Rückspiel... Es gibt doch... Hä? Ich dachte, im Pokal gibt es auch... doch, hier ist es ja. Im März erst? Hä? Ich glaube, ich habe den einen Monat übersprungen. Also im März geht es dann ins Rückspiel. Und ja, das passt soweit. War eine schwierige Folge. Lasst gerne trotzdem eine positive Bewertung da. Ein paar Kommentare, um das Ganze hier zu supporten. Und ansonsten das Abo nicht vergessen. Morgen geht's dann weiter mit Formel 1 in 2 Tagen. Transfergate mit den Bayern. Und HSV-Karriere kommt auch bald wieder. Also das Abo lohnt sich. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Macht es gut und ciao.